dich anschauen. Ich anschauen. Gut. Habe ich angefangen? Ich bin Miriam, ich bin Kundengärtnerin bei Egliona. Und heute sind wir hier, den Rasen vertikutieren. Für das habe ich heute Morgen zuerst den Rasenmäher geladen, den Vertikutierer, Rasenerde, Rasendünger und Rasensamen. Vertikutieren tun wir, dass das Moos wieder rauskommt und der alte Rasenfilz. Dass der Rasen wieder Platz hat zum Wachsen, dass er wieder Luft hat. Normalerweise tut man zuerst, wenn der Rasen noch nicht gemäht ist, den Rasen als erstes mähen. Da war er aber gemäht, darum haben wir direkt vertikutieren können. Ich habe einmal gerade ab und einmal quer vertikutiert. Das ist jetzt ein sehr gut erhaltener Rasen, darum haben wir nur einmal durch. Je nachdem, wie verfilzt oder wie viel Moos das drin hat, geht man das zweites Mal durch. Dann habe ich am Rand entlang mit dem Handvertikutierer nachgerechnet. Das ist der Grund, weil es da einen Automover hat. Darf man nicht mit der Maschine durch, weil es das Kabel kaputt geht. Nachdem ich die Rasenreste zusammengenommen habe, habe ich noch die Rasenkante getrimmert. Dann bin ich noch mal mit dem Mäher durch. Das ist, weil es vom Vertikutieren die einzelnen Grashalme wieder ein bisschen aufstellt, dass es wieder gemäht ist. Dann habe ich mit der Rasenerde Löcher ausgeglichen und habe es nachher noch angesät und mit der Schaufel ein bisschen angedrückt. Da habe ich jetzt nur an den Rändern die Löcher auffüllen. Es kann aber auch sein, dass wenn er wirklich fängt, mega uneben ist, dass es dann teils wieder eine Rasensanierung nötig ist. Ich würde empfehlen, dass man den Rasen alle Jahre einmal vertikutiert, dass er auch immer so schön und gesund und erhalten bleibt.